Wir haben hier ja so ein klassisches, sehr natürlich stark vereinfachtes, aber so ein klassisches Produktionsproblem. Sie haben zwei verschiedene Varianten von dem Produkt, die Sie herstellen wollen. Also in dem Fall sind es irgendwelche Spanplatten für einen Möbelbau oder sowas, Typ A und Typ B. Das sind die zwei Varianten. Und vom Typ A stellen Sie eben eine bestimmte Anzahl her und vom Typ B auch. Und für diese Spanplatten für die zwei verschiedenen Typen brauche ich bestimmte Produktionsfaktoren. Das ist beim Typ A sind es Furnierblätter. Ja, die haben unterschiedliche Qualitäten. Es gibt Furnierblätter vom Typ F1 und vom Typ F2. Und je nachdem, welche Produktvariante Sie hier herstellen, brauchen Sie da eine verschiedene Anzahl. Das ist das eine. Also, das steht hier in dem zweiten Spiegelstrich hier. Wenn Sie Typ A herstellen, dann brauchen Sie ein Blatt von diesem Furnier F1 und zwei Blätter von F2. Und beim Typ B brauchen Sie eben drei Blätter von F1 und eins von F2. So, und jetzt kommt es, wie es kommen muss. Sie haben nicht unendlich viele von diesen Furnierblättern, also die Ressourcen sind limitiert. Wir haben jeweils hier eine Obergrenze. Nur so viel haben Sie halt am Lager zum Beispiel. Zusätzlich werden die dann auf diese Furnierbretter drauf verleimt, diese Furniere, auf die Pressspanplatten, werden die drauf geleimt. Und dazu brauche ich eine Presse. Ja, das ist so eine Leimpresse und die habe ich aber auch nicht unendlich lang in diesem Produktionszyklus. Die hat nicht unendlich viel Kapazität. Jeweils eine Minute brauche ich pro Plattentyp, da ist es egal, ob A oder B. Und Sie haben 700 Minuten, na, können Sie auf diese Presse zugreifen. So, also das ist so mal das Setup. Und jetzt ist die Frage natürlich, was kann ich denn jetzt alles machen? Was kann ich denn jetzt zum Beispiel, wie viel könnte ich denn jetzt herstellen von diesen Typ A und Typ B Spanplatten. Also ich kann jetzt mal versuchen, mich da so durchzuhangeln, nur anhand des Textes und kann mir überlegen, also gut, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 vom Typ A herstellen möchte, 100 Stück, was brauche ich denn dann? Dann brauche ich 100 Blätter vom Typ F1, geht das? Ja, geht. 1500 haben wir am Lager. Und zwei Blätter brauche ich von F2. Das heißt, 200 bräuchte ich von F2, das geht auch locker. Na, da habe ich 1200 am Lager. Und mit den Pressminuten hätte ich jetzt auch kein Thema. Gut, das geht alles. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie wollen 1000 herstellen, dann habe ich ein Problem. Das geht zwar mit dem Furnier Typ 1, ne? 1500 habe ich, brauche immer nur ein Blatt, aber von dem Typ B, von dem Typ F2, von diesem Furnierblatt F2, da brauche ich ja immer zwei pro Platte hier. Das heißt, wenn Sie 1000 herstellen wollen, bräuchten Sie 2000 solche Furnierblätter. Habe ich aber nicht. Ich habe bloß 1200. Also es geht nicht. So, und das ist jetzt noch relativ einfach, wenn Sie jetzt nur eine von diesen Produktvarianten im Blick haben. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie wollen hier zum Beispiel 300 und da wollen Sie 250, was ist denn dann? Ja, dann müssen Sie die Gesamtbedarfe an diesen Produktionsfaktoren erstmal zusammen addieren und dann schauen, ist das noch im Rahmen? Habe ich da noch genügend auf Lager, um die herstellen zu können. Ziemlich mühselig. Und vor allem, wir haben hier tatsächlich ja wirklich nur drei Randbedingungen, die wir beachten müssen, nämlich diese zwei Obergrenzen von diesen Furnierblättern und die Pressminuten. Im wirklichen Leben sind es natürlich Hunderte oder Tausende von Randbedingungen, die Sie da erfassen müssen und die Sie einhalten müssen. Und vielleicht haben Sie auch nicht bloß zwei Produktvarianten, sondern ja, zig. Also 20, 30 oder vielleicht sogar 200, 300. Kommt ganz drauf an. Die haben alle unterschiedliche Rohstoff- und Produktionsfaktorbedarfe. Also gut, wir versuchen das Ganze ein bisschen zu formalisieren, so ein Problem. Und na, was Sie machen können, Sie können das erstmal in so eine Tabelle eintragen, sogenannte Stückliste. Da steht jetzt jeweils drin, wie viel brauche ich denn jetzt von diesen Mengen vom Typ A. Für diesen Produktionsfaktor 1, F2 und für die Pressminuten auf der Maschine. Ja, das steht hier jeweils immer drin. Und jetzt können Sie, wenn Sie das jetzt in Excel machen würden, könnten Sie jetzt über so ein Summenprodukt, könnte ich jetzt jeweils hier ausrechnen, wie viel ich tatsächlich brauche. Und dann könnte ich schauen, reicht das noch? Was rechne ich denn da eigentlich? Ich rechne dann immer die Menge, die ich herstellen will, mal die Anzahl der Einheiten pro Stück, das ich hier herstelle. Und die addiere ich für das X1 und das X2, also für die Anzahl Produkttyp A, Produkttyp B.
Und dann schaue ich, ist dieses, also x1 mal 1 plus 3 mal x2, ist das kleiner oder gleich 1500? Das ist das, was Sie hier unten sehen. Das ist diese Ungleichungsform dieser Restriktionen. Ja, 1 mal x1 plus 3 mal x2 muss kleiner gleich 1500 sein. Dann haben Sie noch eine Reserve, beziehungsweise dann haben Sie diese Restriktion hier nicht verletzt. Restriktion 2, das ist dann der Vorrat an diesen Furnierblättern F2. Da ist es andersrum, da brauche ich hier zwei, da einen. Ja, ergibt sich dann auch ein entsprechender Gesamtbedarf und der darf halt nicht größer als 1200 sein. Da unten die Gesamtanzahl der Minuten, die die beiden Plattentypen da in der Presse verbringen, darf nicht größer als 700 sein, also kleiner gleich 700. Was man meistens noch dazu formuliert, das ist diese Nicht-Negativitätsbedingung, wenn sie denn gilt, aber bei solchen Produktanzahlen, da gilt sie natürlich, weil sie wollen ja nicht minus 5 Stück herstellen. Also die sollen größer gleich 0 sein. Das hört sich erstmal auf den ersten Blick ein bisschen albern an. Warum muss ich das dazu sagen? Ist doch klar, dass ich da nichts Negatives hier einsetzen möchte. Aber im wirklichen Leben, da machen sie das natürlich nicht zu Fuß, sondern da haben sie ein Tool. Das Tool ist dann typischerweise, je nachdem, wie gut das aufgesetzt ist in der Produktion und wie komplex diese ganze Produktionsumgebung ist. Da haben sie da an das SAP zum Beispiel angeflanscht, so ein OR-Tool, und da geben sie dann genau diese ganzen Randbedingungen ein. Und da darf man dann nicht vergessen, diese Nicht-Negativitätsbedingungen für diese Strukturvariablen hier mit einzugeben, weil sonst haben sie nämlich das Problem, wenn sie so ein Portfolio hier optimieren wollen und so ein Produktionsportfolio. Und das ist Ihre Aufgabe, ne? Sie sind der Wirtschaftsingenieur, das ist ein typischer Job für einen Wirtschaftsingenieur. Optimieren Sie das Produktionsszenario, sodass wir möglichst keine Ressourcenrestriktionen verletzen. Auf der anderen Seite aber natürlich möglichst viel ausnutzen von unseren Ressourcen, und dann gibt es meistens noch eine Zielgröße. Also der Gewinn soll maximal sein oder der Umsatz oder die Kosten sollen minimal sein, irgend sowas. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das machen sie dann toolbasiert. Na, ihr Chef kommt zu Ihnen und sagt, bitte optimier mal. Morgen um 10 ist das Meeting. Da hätten wir ganz gerne eine Präsentation dazu, was denn wie das zukünftige Produktionsprogramm aussieht der Firma und ob sich es lohnt, es umzustellen, zum Beispiel vom aktuellen. Ja, dann machen Sie sich dran und ziehen die Daten aus dem SAP und schauen, dass Ihr OR-Tool da richtig gefüttert ist mit den ganzen Restriktionen. Und dann drücken Sie aufs Knöpfchen und das dauert aber eine Weile. Ja, je nachdem, wie komplex das ist, kann schon mal ein paar Stunden dauern, so ein Lauf, bis dann ein optimales Ergebnis rauskommt. Ja, Ihr Plan ist es, Sie haben Ihren PowerPoint-Vortrag vorbereitet für die Sitzung am nächsten Tag. Es fehlt eigentlich nur noch dieses optimale Ergebnis, das Sie dann eintragen wollten in der Früh, und dann ab ins Meeting, um das zu präsentieren. Und da kann es Ihnen passieren, dass Sie dann morgens um 9 ins Büro kommen und dann sehen Sie da das Ergebnis Ihres OR-Tools, und das sagt Ihnen eben gerade blöderweise, X1 ist minus 4 Milliarden, das ist die optimale Lösung. Weil Sie vergessen haben, das Häkchen zu setzen mit diesen Nicht-Negativitätsbedingungen. Also, das kommt nicht nur einmal vor, typischerweise. Sowas. Oder pro Person kommt es natürlich nur einmal vor. Aber wenn man es weiß, kann man es vermeiden. Okay, Nicht-Negativität. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir denn das? Wie kann ich denn jetzt diese, ja, was kann ich mir vorstellen unter diesen Restriktionen? Und man kann das Ganze natürlich in dem Fall, in dem wir jetzt sind, in diesem kleinen Spielbeispiel mit den beiden Variablen, kann ich das Ganze mir als Menge im R2 vorstellen. Also in dem Fall ist das der R2 Plus, weil ich ja keine negativen Zahlen einsetze, sowohl für x als auch für y. Mit anderen Worten, kann man ein Koordinatensystem einzeichnen. Und genau das machen wir jetzt. Man nennt übrigens diese Menge aller Punkte, die alle Nebenbedingungen erfüllen, nennt man auch Zulässigkeitsbereich. Dazu muss ich mir jetzt erstmal überlegen, ja, wie lege ich denn dieses Koordinatensystem jetzt hier an? Klar ist, wir brauchen bloß den ersten Quadranten. Es kommen nur positive Zahlen vor. x1 male ich nach rechts und x2 male ich nach oben. Jetzt überlege ich mir als nächstes, wie hoch muss es denn sein? Also was muss denn
was ist denn das so der größte x2-Wert, der so vorkommt? Und das ist jetzt auch der Schlüssel. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel diese erste Nebenbedingung zeichnen. Orange. Nebenbedingung 1 oder Restriktion 1 oder wie auch immer Sie sie nennen wollen. Wenn Sie sich das kleiner Zeichen hier wegdenken, dann ist es eine simple Geradengleichung, die da steht. x1 plus 3 x2 ist gleich 1500. Und so fangen wir auch an. Wir zeichnen die Gerade ein und dann überlegen wir uns, was mit dem Kleiner noch dazu kommt. Jo, also wie zeichnet man eine Gerade ein? Wahrscheinlich wissen Sie, kennen Sie es aus der Schule, dass man diese Steigungsachsenabschnittform hat, mx plus t. Aber das machen wir hier nicht. Das ist viel zu kompliziert. Das geht viel einfacher. Wir machen es so. Sie können sich vorstellen, wir haben hier einen, wir decken hier mal unser x1 zu. Also ich stelle mir vor, dass das x1 0 ist. Was heißt denn das? Dann habe ich, dann sehe ich hier bei dieser Nebenbedingung n1, wenn das x1 gleich 0 ist, wo bin ich denn dann hier im Koordinatensystem? Da bin ich auf dieser Achse hier. Da ist x1 gleich 0. Okay. Und da steht jetzt 3x2 ist kleiner gleich 1500 oder 3x2 ist gleich 1500. Das heißt, x2 ist 1500. So, das, Entschuldigung, x2 ist 500, ne, geteilt durch 3. Also x2 ist 500, maximal. Ja, es könnte sein, dass es ein bisschen eng wird. Schau mal, wie hoch muss ich denn? x2 ist 1200 hier, also da muss ich 12 hoch. Hier muss ich 7 hoch. Na, reicht gerade. Bisschen noch verlängern, aber dann reicht's. So, das ist mein x2. Gibt's noch eins nach unten. So. Okay, jetzt beschriften wir nochmal 1, so 3, 4, 5. Hier ist 500. Hier ist 1000 und dann haben wir 1200, das ist auch noch ein schöner Wert. 700 werden wir auch gleich brauchen. Gut, Nebenbedingung 1 haben wir gerade gesagt, es geht maximal bis 500, also bis hier. x2 kleiner gleich 500, entweder 500 oder weniger, also alles, was hier unterhalb ist, gehört auch noch dazu. Aber nur für x1 gleich 0. Jetzt kann ich den Spieß umdrehen und sagen, was passiert denn, wenn das x2 gleich 0 ist? Wenn x2 gleich 0 ist. Ja. Wenn x2 gleich 0 ist, dann steht hier x1 bei der Nebenbedingung 1. x1 ist kleiner gleich 1500. Okay, also muss ich hier 15 nach rechts, 2, 3, 4, 5. 1000. Hier ist 1500. Und wenn das x2 gleich 0 ist, dann sind wir ja auf der Achse hier. Dann geht das bis hierhin. Und dazwischen, wir wissen ja, das ganze Ding ist eine Gerade. Dazwischen können Sie jetzt verbinden. So, von hier bis hier. Die Punkte, die jetzt hier auf der Linie liegen, das sind alle Punkte, für die das ist gleich gilt. Und wir wissen ja, mit dem kleiner gleich sind das hier alle Punkte unterhalb und hier alle Punkte, die links davon sind. Also was jetzt hier noch dazu kommt, ist folgende Dreiecksfläche. Nämlich alles, was hier durch die Koordinatenachsen und diese Linie hier eingeschlossen wird. Genau genommen könnte ich jetzt natürlich die Ränder hier auch noch mit dazu nehmen. Oh, die können eigentlich natürlich auch dazu. So, das sind alle Punkte, also alle Kombinationen von x1 und x2, die diese Nebenbedingung 1 erfüllen. Das heißt, jetzt kann ich ganz bequem, kann ich sagen, hier n1.
Zum Beispiel, Sie könnten jetzt für X1 500 herstellen und für X2 300. Das geht. Ja, das sind Sie hier in diesem orangenen Bereich. Was nicht geht, ist von X, also Typ A Produkt 500 herstellen und von X2 400. Da bin ich außerhalb von diesem orangenen Dreieck und habe damit diese Nebenbedingung verletzt. Dann hätte ich mehr als 1500 von den Dingern hier verbraucht. Und das gleiche Spielchen, das machen wir jetzt für die anderen zwei Nebenbedingungen. Jetzt muss ich mir noch zur Farbe überlegen. Nehmen wir mal grün und lila. So, einmal grün. Und grün geht für x1 bis 600, wenn das x2 0 ist. Also hier bis 600. Und für x2 geht es bis 1200, also bis hier hoch. Das ist diese grüne Nebenbedingung. Und jetzt haben wir noch die mit den Maschinenminuten, die violette. Da geht es bei beiden Achsen bis 700. 6, 700 und hier auch 6, 700. So, auch alles unterhalb. Okay. Das ist jetzt, sind alle Punkte oder alle Kombinationen von x1 und x2, die diese dritte Nebenbedingung erfüllen. Ja, und jetzt die Frage ist jetzt, was, welche Punkte erfüllen alle drei Nebenbedingungen? Das ist natürlich hier diese Schnittmenge. Also alles, was jetzt dreifarbig sozusagen markiert ist, und das markieren wir nochmal extra, extra. Dann nehme ich jetzt, was nehmen wir denn da? Ja. So, das ist jetzt hier der, das ist der Schnittbereich von den dreien. Und diese Fläche, die Sie jetzt da sehen, das nennt man jetzt den sogenannten Zulässigkeitsbereich. Das ist der Zulässigkeitsbereich Z. Okay, das heißt, alle Punkte, die hier innerhalb sind, möglich in der Produktion. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel 500 und 200 wahrscheinlich, das geht noch. 500 und 250 geht aber nicht. Da haben Sie hier, da haben Sie zwar die Nebenbedingung 1 erfüllt, aber die anderen zwei haben Sie gerissen. Ja, oder in dem Bereich hier, in diesem Zipfel da, da haben Sie die Maschinenpressminuten überlastet, haben Sie zu viele, also deswegen geht das nicht. Die anderen zwei Nebenbedingungen werden eingehalten mit den Furnierblättern, aber das hilft ja nichts. Ne? Sobald eine Restriktion verletzt ist, sind sie außerhalb dieses sogenannten Zulässigkeitsbereichs. Erstmal rauskriegen, was darf ich denn eigentlich alles? Also was ist überhaupt alles möglich? Und der zweite Schritt ist dann, von diesen Möglichkeiten, die ich jetzt habe, gibt es vielleicht eine beste. Wir nehmen jetzt zusätzlich zu unseren Nebenbedingungen sogenannte Zielfunktion. Ja, wir wollen ja wissen, welcher Punkt aus dem Zulässigkeitsbereich ist denn jetzt anzustreben. Sogenannte Zielfunktion nehmen wir jetzt dazu. Und ja, die nenne ich mal ZF, Zielfunktion. Und die soll auch abhängen von der Anzahl der Produkte, die Sie herstellen, vom Typ X1 bzw. X2. Und dann nehmen wir jetzt eine ganz einfache Zielfunktion, den Gewinn oder Deckungsbeitrag nehmen wir. Also Fixkosten möchte ich jetzt nicht betrachten, aber ich sage, ich habe einen Deckungsbeitrag von 4 Euro für diesen ersten Produkttyp. Das heißt, wenn Sie da 100 Stück herstellen, dann haben Sie einen Deckungsbeitrag von 400 Euro. Und beim zweiten Produkttyp, da habe ich 5 Euro Deckungsbeitrag. Das ist dann also Umsatz minus variable Kosten jeweils, ohne Berücksichtigung der Fixkosten. Jetzt haben wir noch eine Dimension mehr. Die Frage ist, was ist jetzt gut? Wir könnten jetzt sagen, naja, okay, also hier mache ich 4 Euro pro Stück Gewinn. Hier mache ich 5 Euro pro Stück Gewinn. So wird es ein Handwerksbetrieb
vielleicht machen? Na, der würde sagen, naja, also bei dem Produkt mache ich den meisten Gewinn, also schiebe ich meine kompletten Produktionskapazitäten in diese Produktvariante. Der Deckungsbeitrag beim Typ B, Produkttyp B, ist höher und deswegen wollen wir möglichst viele Einheiten natürlich davon produzieren. Ja, wie sieht denn das aus? Dann nehme ich jetzt unser Zulässigkeitsbereich und jetzt haben wir gesagt, wir wollen möglichst viel von X2 herstellen. Das heißt, ich möchte möglichst weit hier hoch. Ist klar, ich muss hier hin. Mehr geht nicht. Na, höher kommen Sie nicht rauf hier auf der Achse. Okay, das würde heißen, X1 ist 0 und X2 ist 500. Das kann man jetzt hier direkt an dem Bildchen ablesen. Ja, was würde das für unsere Zielfunktion bedeuten? X1 gleich 0 und X2 gleich 500. Die wäre dann entsprechend 4 mal 0. Ja, 4 Euro pro Stück X1 mal 0, da stelle ich nichts her, plus 5 mal 500. Also würden wir dann einen Gewinn machen von 2.500. Und jetzt kommt die Überlegung, was wäre denn jetzt, wenn ich ein Stück weniger produziere von dem X2? Das heißt, statt 500 produzieren wir nur 499. Was passiert dann? Na, dann rutscht der Punkt hier um 1 nach unten. Das eröffnet mir die Möglichkeit, ein bisschen in Richtung X1 zu gehen, eine Einheit runtergehen. Die Frage ist, wie viel? Wir ecken hier an dieser orangenen Nebenbedingung an. Das ist das N1. Und N1 ist X1 plus 3X2 kleiner gleich 1500. Wir haben jetzt gesagt, wir reduzieren das X2 um eine Einheit. Also wir setzen statt 500. Dann haben wir 3 mal 500 ist 1500, dann bleibt hier nichts übrig. Setzen wir 499 ein. Und wenn Sie jetzt hier 499 einsetzen, dann sparen Sie sich drei von diesen Furnierblättern vom Typ 1. Damit habe ich hier Luft für drei komplette Produkte vom Typ 1. Sichten hier auf die Herstellung von einer Einheit, gewinnen aber hier eine Luft für die Produktion von drei Einheiten vom Typ A. In Geld bedeutet das, Sie verzichten auf 5 Euro Gewinn, machen aber dafür Luft für 3 mal 4 Euro Gewinn. Und das sind 12. Also mit anderen Worten, Sie verzichten hier auf 5, machen einen zusätzlichen Gewinn von 12, machen also unterm Strich durch diesen Move, eins runter, drei rüber, machen Sie einen Gewinn von 7 Euro. Na, 12 mehr Einnahmen, also 12 mehr Gewinn durch Typ A, 5 Euro Verlust durch Typ B. Macht unterm Strich 7 Euro. Weil das Spielchen, das können Sie natürlich weitermachen. Ne? Für jeden Schritt, den Sie hier eins nach unten gehen, kann ich wieder drei nach drüben gehen. Also für jeden eins runter, drei rüber, mache ich wieder 7 Euro Gewinn. Das geht nicht unendlich lang, das geht aber mindestens so lang, bis Sie hier an diesem Punkt landen. Danach müssen wir neu nachdenken. Reduktion unserer Produktion von X2 um eine Einheit, das bedeutet 5 Euro weniger Gewinn, ermöglicht eine zusätzliche Produktion von drei Einheiten X1. Also ein Zielfunktionszuwachs von 7 Euro. Das funktioniert so lang, bis die nächste Nebenbedingung greift. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir sind jetzt hier von dem Punkt, sind wir quasi hier losmarschiert, immer in unserem Zickzack-Schritt, hier immer eins weiter runter, bis zu dem Punkt. Die Frage ist, wie geht es danach weiter? Jetzt sind wir an dieser Maschinenzeitlinie hier, hängen wir jetzt. Wenn Sie jetzt um 1 nach unten gehen, kommen Sie auch nur 1 nach rechts. Das heißt, Sie verzichten auf 5 Euro, gewinnen aber auch nur 4 Euro. Das heißt, unterm Strich machen Sie 1 Euro Verlust, wenn Sie jetzt weitermachen und hier noch weiter runtergehen. Und die Steigung ist zu steil von dem Ding. Okay, also an der Stelle ist Ende Gelände für diese Art der Optimierung. Und das heißt, wir brauchen jetzt, ja, da brauchen wir jetzt den Schnittpunkt zwischen den beiden. Den rechnen wir noch aus. Okay, ich brauche den Schnittpunkt. Am besten ziehen wir die voneinander ab. Ja, wir nehmen N1 minus N3. Warum mache ich das? Dann fällt das X1 raus. Dann haben wir hier 3x2 minus x2 ist 2x2. Und auf der rechten Seite, ich suche hier den Schnittpunkt, also reicht es, wenn ich mit ist gleich hier arbeite. Rechte Seite 1500 minus 700 ist 800. X2 ist 400. Und damit ist
wenn Sie das nochmal in zum Beispiel N3 einsetzen. X1 ist dann entsprechend, beide zusammen sind 700. Wenn das eine 400 ist, dann ist das andere 300. Wie ist denn da die Zielfunktion an diesem Punkt? Für X1 300 und für X2 400. Das ist 4 mal 3 ist 12, 5 mal 4 ist 20, also 3200. Ja, das ist besser als die 2500, die wir vorher hatten. An diesem Punkt hier, ja, da haben Sie einen Zielfunktionswert von 3200. An dem Punkt hatten wir einen Zielfunktionswert von 2500. Das heißt, wenn ich jetzt von dem Typ 1 hier von meinem X1 300 herstelle und vom Typ X2 400, dann habe ich das Maximum, das Optimum. Besser geht's nicht. Aber das haben wir gesehen. Wenn ich jetzt hier weiterlaufe, dann wird es wieder schlechter, die Zielfunktion. Und hier wird es nochmal schlechter. Allgemein kann man zeigen, dass wenn Sie so eine lineare Zielfunktion und einem konvexen Zulässigkeitsbereich, beliebige Verbindungslinien zwischen zwei beliebigen Punkten müssen immer innerhalb einer Menge liegen, also Beulen nur nach außen, liegt das Optimum in einer Ecke von Z. Jetzt müssen wir natürlich noch klären, was eine Ecke ist und warum es da immer Ecken gibt, wenn ich jetzt diese speziellen Nebenbedingungen habe. Aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Satz. Wir starten mit einer Lösungsvariante, die ziemlich brutal ist, ehrlich gesagt. Deswegen nenne ich sie jetzt mal Lösungsvariante Holzhammer. Gut, wie funktioniert das? Wir haben ja vorhin gerade schon mal gesagt, dass diese optimalen Lösungen immer in Ecken dieses Zulässigkeitsbereichs liegen. Und übrigens, dadurch, dass diese Nebenbedingungen alle linear sind, dass das die Beschränkung ist auf diese Klasse von Funktionen, besteht dieser Zulässigkeitsbereich auch wirklich immer aus solchen Vielecken. Und die sind auch immer, ja, eigentlich in allen Fällen sind die immer konvex. Das heißt, es gibt nie eine Beule, die nach innen geht in diesem Zulässigkeitsbereich, sondern die Ecken, die gehen immer nach außen, sind immer nach außen ausgebeult. So, wenn das so ist, wenn Sie so einen Zulässigkeitsbereich haben, dann kommt hier Rezept Schritt 1 sozusagen. Wir berechnen erstmal alle Ecken dieses Zulässigkeitsbereichs. Berechne alle Ecken des zulässig Bereichs. Und der zweite Schritt. Wir setzen diese Ecken jeweils in die Zielfunktion ein. Ja, und dann nehmen Sie einfach die beste. Setze die Ecken in die Zielfunktion ein und nimm die beste. So. Die beste. Das ist es schon. Sehr einfach. Und wir machen das mal an unserem Beispiel vom letzten Mal. Schneide ich mir hier die Geschichte nochmal aus. So, das ist unser Zulässigkeitsbereich. Jetzt
Schmeiß mal das mal weg. Und das auch. Und das auch. Okay, das ist die ursprüngliche Geschichte hier. Und mal gucken, ob das hier so geht. Ein bisschen blasser. Also, worum geht es jetzt? Bei der Variante geht es jetzt natürlich um diese Ecken, also um den Punkt, um den Punkt, um den Punkt und um den Punkt. Ja, wenn Sie jetzt erstmal blind sind, wir wissen ja schon, was rauskommt hier bei dem konkreten Beispiel. Aber wenn wir jetzt blind sind, eine neue Aufgabe, dann haben Sie hier in dem Zulässigkeitsbereich vier, eigentlich fünf Ecken hier unten. Na, das kann man so ein bisschen in Klammern setzen, weil das ist ja der Punkt 0,0. Und wenn Sie nichts herstellen, dann machen Sie natürlich auch keinen Umsatz und auch keinen Gewinn. So aus der Überlegung raus könnten wir uns den eigentlich schenken. Aber die anderen vier kommen alle theoretisch in Frage. Die kriegen jetzt hier jeweils mal so einen Buchstaben. Das ist der Punkt A, der Punkt B, der Punkt C und der Punkt D. Ja, da gibt es jetzt Punkte dabei, die sind selbsterklärend aus der Zeichnung, weil ich hier ja schon weiß, dass diese Nebenbedingung 1 beim Punkt 0,500 durchgehen muss. Das haben wir in der Ungleichung ja gesehen. Dann kann ich jetzt sagen, okay, also Punkt D, das wäre dann die Zielfunktion am. Na, ich stelle mich jetzt dumm und tue so, als ob wir das noch nicht gemacht hätten, den Punkt einzusetzen. Nimm den Punkt 0,500 und setze den in die Zielfunktion ein. Das ist dann 4 mal 0 plus 5 mal 500. Und das waren die 2.500, die wir am Dienstag schon ausgerechnet haben. Okay, dann der Punkt A, der ist auch ein Quick Win sozusagen. Da haben wir Punkt 600 und 0. Den kann man auch direkt aus der Nebenbedingung 3, ist es glaube ich, die grüne, direkt ablesen. Das wären jetzt 4 € mal 600 plus 5 € mal 0. Das sind 2.400. Also der ist schon mal schlechter, ne? Wenn ich jetzt die beiden vergleiche, dann hätte D gewonnen. Liegt das daran, dass der Deckungsbeitrag bei X1 in X1 Richtung niedriger ist als in Richtung X2? Nein, das liegt nicht daran. Also wir hätten jetzt genauso gut, wenn diese Nebenbedingung hier weiter rechts erst ihre Grenze hätte, hätten wir genauso gut jetzt hier einen höheren Punkt oder mehr Zielfunktionen rauskriegen können als in der Richtung. Also selbst wenn Sie sich nur auf der Achse bewegen, also selbst wenn Sie nur auf eine Karte setzen beim Herstellungsprozess bzw. bei der Kalkulation Ihres Produktionsprogramms oder bei der Festlegung, kann es sein, dass Sie bei dem Produkt, bei dem Sie einen höheren Gewinn haben pro Stück, trotzdem insgesamt weniger Gewinn machen wie beim anderen Produkt, ne? Weil das zum Beispiel weniger Ressourcen braucht. Okay, aber hier ist es jetzt zufällig so. Ja, dann Punkt C. Ich glaube, wir hatten den letztes Mal auch tatsächlich ausgerechnet. Muss ich gerade mal gucken, ob das auch stimmt. Ja, genau. Den haben wir schon ausgerechnet. Das ist der Schnittpunkt von N1 und N3. Und da kam raus der Punkt 300, 400. Das rechne ich jetzt natürlich nicht nochmal. Also, aber Sie müssen es im Zweifelsfall wirklich ausrechnen, weil so ein Punkt, so ein Schnittpunkt hier mitten im Koordinatensystem, den kann man nicht einfach aus der Zeichnung ablesen. Den müssen Sie immer ausrechnen. Okay, also Rechnung Sie hier oben. Siehe oben und dann ist das die Zielfunktion am Punkt 300 und 400 und da kam jetzt unser Punkt raus. Da kam raus ein Wert von 3.200 waren es, glaube ich. 4 mal 300 plus 5 mal 400 und das sind dann 3.200, genau. Und jetzt haben wir noch einen B, da komme ich jetzt nicht drum rum, den müssen wir jetzt nochmal rechnen. Aber
Das ist nicht so schlimm. Ich spicke nochmal auch in die Mitschrift vom letzten Mal. Da waren die Nebenbedingungen doch alle drin, oder? Nee. Muss ich die nochmal aus den Folien rausziehen? Hier sind sie. Okay. Das waren unsere Nebenbedingungen. N1, N2, N3. N1 war die da. Wir brauchen jetzt für den Punkt B brauche ich den Schnittpunkt aus N3 und N2, also aus dem grünen. Das ist die grüne Nebenbedingung und aus der, oh, was sind das, lila. Das ist N3. N1 ist hier nicht involviert, das wäre das orangene. Okay. Schnittpunkt aus N2 und N3. Grün und lila. Wie kriege ich das hin? Sehr einfach. Wenn ich die beiden voneinander abziehe, dann fällt sofort das X2 raus. Also nehmen wir die zweite Nebenbedingung. So vielleicht. Zweite Nebenbedingung minus dritte Nebenbedingung. Und dann bleibt hier vorne 2 mal x1 minus x1, bleibt x1 übrig. Und hier hinten, ich bin ja auf der Linie, deswegen ist gleich statt kleiner gleich, haben wir dann 1200 minus 700 sind 500. Und das x2 ist dann entsprechend 200. Ne, weil zusammen müssen sie 700 geben zum Beispiel, kann man hier einsetzen. So, dann hätten wir das ausgerechnet. Passt das ungefähr von der Zeichnung? Ja, 500, 200 passt wunderbar. Das heißt, unsere Zielfunktion an diesem Punkt wäre jetzt 500 und 200. Und wenn unsere Theorie stimmt von letzten Mal, dann müsste der eigentlich schlechter sein als der Punkt. Das sehen wir jetzt gleich. Das ist dann 4 mal 500 plus 5 mal 200. 2000 plus 1000 sind 3000. So, jetzt haben wir alle Ecken eingesetzt, bis auf den Nullpunkt, aber den schenke ich mir. Ah, hier eine Ecke, da eine Ecke, da eine Ecke und da eine Ecke. Und jetzt schaue ich mir die Werte an und finde, dass 3200 am besten ist. Das ist unser Champion. Das ist der beste Zielfunktionswert, also ist der Punkt C optimal. So geht die Holzhammer-Methode. Ich habe ganz bewusst jetzt nicht geschrieben, dass das der höchste Zielfunktionswert ist, weil es gibt nämlich auch Fragestellungen, da suchen Sie einen möglichst kleinen Zielfunktionswert. Das ist dann kein Maximierungsproblem, sondern ein Minimierungsproblem. Aber funktioniert natürlich genauso. Da müsste ich dann halt nicht den größten Zahlenwert hier suchen, sondern den kleinsten. Aber wenn es zum Beispiel um Emissionen geht oder um Kosten oder sowas, dann wollen Sie vielleicht, dass die Zahl, die da rauskommt, möglichst klein wird. Dann machen wir gleich weiter mit einer zweiten, ja, so ein bisschen ähnlichen Variante, aber Sie müssen weniger rechnen, gegebenenfalls. Lösungsvariante grafisch. Und da ist der Trick, dass wir erstmal eine konstante Zielfunktionszahl festlegen und zeichne alle Punkte mit diesem Wert ein. Diese Punkte, die liegen alle auf einer Geraden. Das liegt daran, dass jetzt die Zielfunktion immer eine lineare Funktion ist. Man nennt diese Gerade auch die sogenannte ISO-Nutzen-Gerade. Welchen Zielfunktionswert legen wir da fest? Völlig egal. Irgendeinen. Natürlich macht es Sinn, irgendeinen zu nehmen, bei dem jetzt Ihre ISO-Nutzen-Gerade nicht irgendwo im Nirvana liegt, grafisch, sondern schon in dem Bereich, in dem Sie auch Ihre Zeichnung haben. Aber eigentlich sind Sie da völlig frei, welchen Wert Sie da einzeichnen. Jetzt überlegen wir uns einen beliebigen Wert. Zum Beispiel, unsere Zielfunktion soll den Wert 2000 haben. Die Zielfunktion heißt ja 4x1 plus 5x2. Und jetzt kann ich mir auch wieder überlegen, wo liegt denn jetzt diese Gerade? Genau mit dem gleichen Trick, wie wir es letztes Mal auch schon gemacht haben. Wir haben letztes Mal gesagt,
wenn ich jetzt eine von den beiden Variablen mir vorstelle, dass die 0 ist, dann bin ich auf der jeweils anderen Achse. Also wenn Sie x1, 0 setzen, x1, das ist die x1-Achse hier, wenn Sie das auf 0 setzen, dann bin ich hier auf der y, auf der x2-Achse. Machen wir das mal. Ich setze x1, 0, dann steht hier 2000 ist gleich 5x2. Und wenn Sie das durch 5 teilen, dann steht da x2 gleich 400. Das heißt, unsere ISO-Nutzen-Gerade, die muss hier durchgehen. Durch 0, 400. Und jetzt, wenn ich den Spieß umdrehe und sage, jetzt setze ich x2 gleich 0, dann ist das x1 gleich 500. Dann sind wir auf der Achse hier. So, und wenn Sie die zwei jetzt verbinden, dann haben Sie tatsächlich alle Punkte mit einem Zielfunktionswert von 2000. So, das ist jetzt die ISO-Nutzen-Gerade mit einem Zielfunktionswert von 2000. Und die Idee ist jetzt, sich zu überlegen, was passiert denn jetzt, wenn Sie den Zielfunktionswert erhöhen? Und was passiert jetzt, wenn Sie erhöhen? Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt nicht 2000 haben als Zielfunktion, sondern ich möchte 2400 haben. Das ist ganz gut, glaube ich, weil dann geht es nämlich hier auf. Also, wenn Sie jetzt hier 2400 einsetzen, was passiert dann? Was ändert sich? Und jetzt machen wir wieder das gleiche Spielchen. Ich setze erstmal das x1 gleich 0. Dann steht da 5 mal x2 ist gleich 2400. Geteilt durch 5, dann haben wir, geteilt durch 10 mal 2 sind 480. Also x2 wäre dann 480. Das heißt, und wenn ich das x2 zu 0 setze, dann haben wir 2400 geteilt durch 4 sind 600. Also dann geht das Ganze hier durch. Das heißt, unsere neue ISO-Nutzen-Gerade, die geht dann diese beiden Punkte. Und Sie sehen schon, Zielfunktion 2000. Hier haben wir dann Zielfunktion 2400, dass das Ganze sich parallel verschiebt. Sehr gut, hat schon jemand angemerkt im Chat. Die verschiebt sich hier parallel. Und genau das nutzen wir jetzt aus. Weil wir haben jetzt festgestellt, wenn ich in der Richtung parallel verschiebe das Ding, dann steigt meine Zielfunktion. Was habe ich hier eingezeichnet? Das sind alle Punkte, bei denen ich einen Zielfunktionswert von, also einen Gewinn von 2400 habe. Das heißt, auf jedem Punkt dieser Gerade innerhalb des Zulässigkeitsbereichs habe ich die gleichen Zielfunktionswert und da gibt es jede Menge innerhalb des Zulässigkeitsbereichs, aber auch hier am Rand. Und meine Idee ist jetzt nehmen Sie ein Geodreieck und verschieben das Ding parallel so lang nach rechts oben, bis Sie gerade noch im Zulässigkeitsbereich sind. So, und wenn ich das jetzt hier immer weiter mache, ein bisschen größer, hoppla, falsch, so wollte ich es nicht haben. So wollte ich es haben. Also wenn wir jetzt hier weiter nach rechts oben verschieben, dann stellen wir fest, hier geht noch ein bisschen, weil es immer noch ein kleiner Zipfel übrig. Und an dem Punkt, da berühren wir zum letzten Mal unseren Zulässigkeitsbereich. Und damit muss dieser Punkt hier das Optimum sein von unserem Versuchsaufbau hier. So funktioniert diese grafische Methode. Das heißt, Sie malen sich eine von diesen ISO-Nutzen-Geraden ein und dann verschieben Sie sie in Richtung einer besseren Zielfunktion. Und wo Sie diesen Zulässigkeitsbereich gerade noch berühren, in der Ecke, da ist das Optimum. Das heißt, ich muss trotzdem den Punkt hier ausrechnen. Das ist der optimale Punkt. Dann aber ich muss halt nur einen Punkt oder eine Ecke ausrechnen. Ja, es könnte sein, dass Sie jetzt meinen, naja gut, ob das jetzt wirklich besser ist als die andere Variante, wo ich diese vier Punkte hier ausgerechnet habe und zwei quasi geschenkt bekommen habe, weil die ja hier an den Rändern liegen. Stimmt schon. Ne? Aber es kann ja mal sein, dass es ein Zulässigkeitsbereich ist mit mehr als zwei Punkten hier in freier Wildbahn, also innerhalb des Koordinatensystems, dann tut man sich da vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man schon von vornherein weiß, auf welchen Punkt es rausläuft. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, noch mein Rezept hier ergänzen. Ich habe nur Punkt 1 reingeschrieben, lege konstanten ZF-Wert fest und zeichne ein, ISO-Nutzen-Gerade.
Und dann schreiben wir noch zweitens. Verschiebe. Na. Zweitens. Verschiebe diese ISO-Nutzengerade parallel in Richtung besserer Zielfunktionswerte. Kann auch sein, dass das nach links unten ist. Kommt darauf an, was Sie halt vorhaben, wie die Koeffizienten Ihrer Zielfunktion ausschauen, beziehungsweise ob es minimiert oder maximiert werden soll, in Richtung besserer ZF-Werte bis der Zulässigkeitsbereich, Z haben wir den, glaube ich, genannt, nein, ich schreibe es mal aus, Zulässigkeitsbereich gerade noch, ja, ich schreibe jetzt nicht nochmal ISO-Nutzen, gerade noch geschnitten wird. Und das ist dann das Optimum. Ja, jetzt könnten Sie natürlich auf die Idee kommen. Völlig zu Recht. Also das ist die Frage, die dann typischerweise kommt an der Stelle. Was passiert denn jetzt, wenn das nicht eine Ecke ist, bei der ich den Zulässigkeitsbereich hier verlasse, sondern eine ganze Strecke hier, so ein Abschnitt. Es könnte ja sein, dass diese Zielfunktion, diese ISO-Nutzen-Gerade hier, genau die gleiche Steigung hat wie so ein Streckenabschnitt. Wenn das der Fall wäre, dann wären tatsächlich alle Punkte auf dieser Strecke, die beiden Ecken und alles, was dazwischen liegt, optimal. Haben Sie überall den gleichen Zielfunktionswert. Das kriege ich hier übrigens ganz einfach hin. Sie müssten bloß die beiden Deckungsbeiträge gleich hoch machen. Wenn hier 4 steht und da 4, dann haben Sie genau die gleiche Steigung, wie die lila Grenzgerade hier hat. Und damit wären dann wirklich alle Punkte hier von 300, 400 bis 500, 200, alles was dazwischen liegt, wäre dann auch optimal. Das kann mal passieren, dass Sie da so einen Freiheitsgrad haben. Wir suchen uns jetzt eine Aufgabe aus. Aufgabe 33 müsste das sein. So, ich lese mal vor und erkläre auch ein bisschen was dazu. Sie haben hier so ein lineares Optimierungsproblem. Also wir haben hier eine Zielfunktion, sehr einfach. Einmal x1 plus einmal x2 sollen möglichst groß werden. So schreibt man das dann auf. Und dann haben Sie drei solche Nebenbedingungen. Was jetzt hier ein bisschen anders ist, wie in unserem Beispiel gerade eben ist, wir haben hier zum Beispiel eine größer gleich Nebenbedingung. Da müssen Sie dann überlegen, die Gerade zeichnen Sie genauso ein wie in unserem Beispiel, aber Sie müssen jetzt überlegen, wo schraffiere ich denn jetzt, wenn Sie die Gerade eingezeichnet haben? Schraffiere ich auf der Seite oder auf der Seite von der Geraden? Denken Sie mal drüber nach, wie Sie das rauskriegen, auf welcher Seite Sie schraffieren. Und die zweite, die ist ganz klassisch, kleiner gleich. Die dritte ist auch nochmal ein bisschen anders. Hier haben Sie nämlich ein Minus stehen statt einem Plus. Da muss man dann auch überlegen, auf welcher Seite man schraffiert hier. So, die Aufgabe heißt jetzt erstmal, wir machen jetzt erstmal nur die A. Zeigen Sie grafisch, dass dieses Problem unlösbar ist. Das heißt, Sie zeichnen jetzt mal diese drei Nebenbedingungen ein und dann markieren Sie mal den Zulässigkeitsbereich, der sich da ergibt. Ja, so sieht das aus. Wir haben hier tatsächlich gibt es ein paar Unterschiede zu dem, was wir in unserem ersten Beispiel gesehen haben. Aber was bei allen dreien jetzt natürlich gleich ist, bei diesen Nebenbedingungen 1, 2, 3, sind, dass da Geraden dahinter stecken, erstmal als Grenzlinie. Die sollten Sie auf jeden Fall hinkriegen, ne? Also 2x1 plus x2 ist gleich 4. Wie sieht das aus? Wir machen es wieder so wie letztes Mal auch. Ich setze abwechselnd die beiden Parameter hier zu 0. Aber wenn ich mir jetzt hier vorstelle, das x1 ist 0, dann bewege ich mich hier auf der x2-Achse.
Und dann kriegen Sie für die Nebenbedingung 1. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was das hier für eine Farbe ist. Das müsste grün sein. Das ist die Nebenbedingung 1. Dann haben wir die Nebenbedingung 2. Das müsste bei x... Nein, stimmt gar nicht. Das ist rot. Nebenbedingung 2 ist grün. x2 gleich 2, genau. Und das ist, ne, habe ich rot. Ne, rot habe ich, glaube ich, nicht zu markieren. Aber nehmen wir mal hier sowas Verwandtes. Und Nebenbedingung 3, die macht jetzt tatsächlich ein bisschen Probleme, weil da steht jetzt x2 gleich 0. Okay, also geht wohl durch den Nullpunkt. Und zwar zweimal. Das ist eine Ursprungsgerade. Da müssen wir uns dann noch einen zweiten Trick überlegen. Bei den anderen beiden kann ich jetzt das wieder so machen wie beim letzten Mal. Jetzt halte ich mal das x2 zu. Damit ist x2 0. Ich bewege mich auf der x1-Achse. Und dann ist x1 bei der roten oder orangenen Nebenbedingung hier gleich 2. x1 gleich 2, das ist der Punkt. Und dann kann ich die hier verbinden. Schon mal. Also diese rote Gerade einzeichnen. Bei der Nebenbedingung 2 ist x1 gleich 4. x1 gleich 4, das ist die grüne Gerade hier. Den Punkt hatten wir schon, den habe ich jetzt gerade gemacht. Und bei der blauen, ja, da müssen wir tatsächlich, das jetzt mal wegnimmt, sich überlegen, naja, also gut, 0, 0 ist natürlich drauf, aber jetzt brauche ich noch einen zweiten Punkt, damit ich eine Gerade einzeichnen kann. Welchen nehme ich? Das ist völlig egal. Sie können jetzt irgendeinen Punkt nehmen, der auf dieser Geraden liegt. Also zum Beispiel könnte ich jetzt für das x2 3 einsetzen. Wenn Sie für das x2 3 einsetzen, dann steht hier 3x1 minus 6 gleich 0 oder 3x1 gleich 6. Und damit ist x1 2. Also 2 und 3 wäre so eine Punktkombination, die hier geht. Oder 4 und 6 oder irgendwas anderes, was halt hier funktioniert. Also gut, 2 und 3, 2 und 3, das ist dieser Punkt hier. Ja, und dann haben Sie den Nullpunkt und den Punkt und dann können Sie den verbinden. Und dann haben Sie die blaue Gerade. Blau müssen wir auch nochmal anmalen hier. Das ist noch nicht so wahnsinnig blau. Aber jetzt. So. Ja, jetzt ist noch die Frage, die drei Geraden. Gut, haben wir eingezeichnet. Aber die nächste Frage ist, auf welcher Seite von der Geraden schraffiere ich denn jetzt? Was bedeutet denn jetzt hier das Größer, das Kleiner und hier auch das Minus, ein bisschen gruselig? Okay. Bei der Frage, beim ersten zum Beispiel, ne, bei diesem 2x1 plus x2 größer gleich 4. Na, das ist die rote Gerade hier. Schraffiere ich jetzt oberhalb von der Geraden oder unterhalb von der Geraden? Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ist die einfachste Lösung ist, Sie setzen einen beliebigen Punkt ein, der auf einer von beiden Seiten ist. Weil wenn der Punkt die Nebenbedingung erfüllt, dann erfüllen alle Punkte auf der Seite die Nebenbedingung. Ja, also ich kann jetzt hier zum Beispiel, das Einfachste, was Sie einsetzen können, ist der Nullpunkt. 0 und 0. Der ist auf der linken Seite von dieser roten Gerade. Okay, wenn ich jetzt 0 und 0 einsetze in die Nebenbedingung 1, 0 plus 0, und dann mir überlege, ist das größer gleich 4? Ist 0 plus 0 größer gleich 4? Nee, scheint mir nicht so. Also ist der Punkt hier, erfüllt die Nebenbedingung nicht. Damit ist klar, alle Punkte, die auf der anderen Seite von der Nebenbedingung liegen, erfüllen die. Also muss ich schraffieren, was hier rechts oben ist von der Geraden. Und so machen Sie das immer. Sie setzen einen Punkt ein, der auf einer Seite liegt. Bei der grünen kann ich es auch so machen, da kann ich auch den Nullpunkt einsetzen. Wenn Sie bei 0 und 0 einsetzen, dann steht da 0 plus 0 kleiner gleich 4. Das stimmt, ja, 0 ist kleiner gleich 4. Also ist der Nullpunkt hier dabei bei der grünen Nebenbedingung, damit auch alle Punkte, die hier auf der Seite vom Nullpunkt liegen. Bei der blauen Nebenbedingung, da kann ich 0 nicht einsetzen, aber Sie können irgendeinen anderen Punkt einsetzen, der auf einer Seite liegt, zum Beispiel 1, 0. Wenn ich jetzt hier 1 und 0 einsetze, dann steht da 1 minus, also 3, 3 mal 1 minus 0 ist kleiner gleich 0, stimmt das? 3 kleiner gleich 0? Nee, stimmt nicht. Also ist die Seite die falsche Seite von dem Punkt. Das heißt, Sie schraffieren alles, was auf der anderen Seite hier liegt. So, und jetzt kommt die zweite Teilaufgabe. Und da heißt es jetzt, eliminieren Sie alternativ die Nebenbedingung
1, 2 und 3 und diskutieren Sie für jeden dieser drei Fälle die Lösbarkeit des Problems und geben Sie gegebenenfalls Optimallösungen und Zielfunktionswert an. Das heißt jetzt, Sie machen jetzt Folgendes. Sie nehmen diese Zeichnung als Grundlage und schmeißen immer eine raus von den drei Nebenbedingungen. Ja, zum Beispiel die blaue. Dann zeichnen Sie quasi jetzt eine neue Zeichnung, nur mit der roten und der grünen. Und schauen, was denn dann der Zulässigkeitsbereich, wenn nur diese zwei Nebenbedingungen gelten und was ist der optimale Punkt. Und das machen Sie dreimal. Für jede dieser drei Nebenbedingungen nehmen Sie immer eine raus, zeichnen die anderen zwei ein, schauen, was gibt es denn da für potenzielle Ecken im Zulässigkeitsbereich, beziehungsweise gibt es da eine optimale Lösung und bestimmen die. Wenn man diese Nebenbedingung 1 hier rausschmeißt, dann müsste hier dieses, jetzt habe ich gerade ein Problem, nein, da ist meine Maus, dann müsste dieses Dreieck sich hier ergeben, was Sie da sehen, also Nullpunkt, dann der Punkt B hier, der Punkt A habe ich die genannt. Wenn Sie den Punkt A kriegt man direkt aus der Nebenbedingung, aus der grünen Nebenbedingung raus, da können Sie direkt den Achsendurchgang hier bei 0,2 ablesen. Den Punkt B müssen wir ausrechnen. Wie geht das? Naja, zum Beispiel, indem Sie die Nebenbedingung 2 und die Nebenbedingung 3 addieren. Schauen wir sie uns nochmal an. Nebenbedingung 2 und 3, wenn Sie die addieren, dann haben Sie ja einmal plus 2x2, einmal minus 2x2, dann fällt das hier raus. Dann bleibt übrig 4x1 ist gleich 4. Also kommt hier raus x1 gleich 1. Und wenn Sie das dann jeweils in die in eine von den beiden Nebenbedingungen einsetzen, kommt raus x2 gleich 3,5. So. Das sind die Koordinaten, eingesetzt in die Zielfunktion, also 1 und 3,5. Der Vorfaktor ist ja hier jeweils immer 1, kommt dann ein Punkt von ein Zielfunktionswert von 2,5 raus. Okay, der hat den Zielfunktionswert 2, ne? Der hat Punkt 0, 2, der hat 2,5, 0 Punkt hat natürlich 0. Das heißt, der Punkt ist besser als der, also ist der hier optimal. Wir wissen ja, es kommen nur die Ecken in Frage. Ja, beim zweiten Fall, da ist es ein bisschen gruseliger. Da haben wir nämlich einen Zielfunktionsbereich. Das ist hier diese, wie so eine Eistüte. Alles, was hier so gelb markiert ist. Also Schnittbereich von Rot und Blau in dem Fall. Alles, was hier oberhalb liegt. Und das ist nicht nach oben beschränkt. Und wenn Sie einen nicht nach oben beschränkten Zulässigkeitsbereich haben und Sie haben eine Zielfunktion mit positiven Koeffizienten, das heißt, je höher die Zahl ist für das x1 oder das x2, das Sie hier einsetzen, desto größer wird der Zielfunktionswert, dann ist der bei einem nicht nach oben beschränkten Zulässigkeitsbereich natürlich auch nicht gedeckelt. Das heißt, die Zielfunktion kann hier beliebig groß werden, es gibt keinen Maximalwert. Also Sie können jeden noch so großen Wert erreichen. Okay, also hier gibt es kein Optimum. Weil in der dritten Variante, wenn Sie die blaue Nebenbedingung rausschmeißen, dann kriegen Sie wieder ein Dreieck, und zwar das hier. Es gibt eine Frage in Wanda, ich wechsle das Mikro.
So, ich hoffe, Sie haben das jetzt, die meisten haben es mitgekriegt, die waren in dem Kreis mit dabei gestanden. Die Frage war gerade, ist es hier sinnvoll, diese Ecke auszurechnen, also das Minimum und oder diese Ecke hier, um dann eben zu sagen, dass der kleinste Wert hier der Zielfunktion, nee, aber es, das können Sie machen, aber das ist hier nicht gefragt, weil in der Zielfunktion steht hier eindeutig so ein Pfeil Max, das heißt, wir suchen den größten Wert. Der kleinste ist vielleicht nett auszurechnen, aber ist halt einfach nicht gefragt. Es wäre sozusagen der schlechteste Wert hier, wenn das ein Maximierungsproblem ist. Ja, im dritten Fall haben Sie auch wieder ein Dreieck. Hier ist exotischerweise der Nullpunkt nicht dabei, aber das ist halt hier so. Da haben Sie drei Ecken, die man hier ausrechnen kann. Das ist ein bisschen größer machen. Das sind diese drei Punkte und ja, die kann man auch ausrechnen. Den haben wir schon ausgerechnet. Da wissen wir schon, dass 2,5 rauskommt. Die beiden sind wieder leicht abzulesen aus den Nebenbedingungen, den Schnittpunkten mit der Achse, einmal 2,0, einmal 4,0. Den müssen Sie eigentlich gar nicht ausrechnen, weil klar ist, der Punkt D, der ist rechts von C, also kein Unterschied in x2, immer 0, aber der x1-Wert ist größer, dann ist der natürlich auch besser. Aber gut, ich habe ihn jetzt wirklich ganz holzhammermäßig brutal ausgerechnet. Hier kommt 2 raus, da kommt 4 raus. 4 ist natürlich hier der beste Wert. Da habe ich noch mal eine Frage. Es gibt noch eine Frage, ich wechsle wieder. Jetzt müssten Sie mich wieder hören. Der Herr Weigel hat mich gerade auf einen Fehler hingewiesen. So einfach geht es natürlich nicht. Ich vermute oder ziemlich sicher, Punkt B wird es nie schaffen, optimal zu werden. Deswegen kann man da so, ja, hier vielleicht drüber weggehen. Aber korrekt ist es nicht. Also der Zielfunktionswert ist hier nicht genau 2,5, weil wir sprechen nicht über den gleichen Punkt hier. Na, der Punkt B in der Teilaufgabe Alpha, das ist der Schnittpunkt zwischen Blau und Grün. Der Punkt, um den es jetzt geht, das ist der Schnittpunkt zwischen Rot und Grün, der ist zwar nur geringfügig anders, also das heißt auch die Zielfunktion kann sich hier wirklich nur minimal ändern, aber es ist ein anderer Punkt, das ist vollkommen richtig. Das heißt also, das hier ist falsch. Also wir rechnen den jetzt nochmal aus. Schnittpunkt zwischen Grün und Rot brauchen wir da. Grün und Rot. Ja, das male ich jetzt gleich mal hier oben hin. Dann sehen wir, was da rauskommt. Okay, wie mache ich das? Ich nehme die erste Nebenbedingung. So. Und nehme das Doppelte der zweiten Nebenbedingung. Und ziehe das ab. Oder machen wir es andersrum. Machen wir den Minus und den Plus. Boah, so machen wir es. Also das Doppelte von der zweiten Nebenbedingung und dann ziehe ich das hier ab. Dann habe ich hier 2x1 minus 2x1, das fällt weg. Hier habe ich 4x2 minus einmal x2, das sind 3x2. Und auf der rechten Seite haben wir 8 minus 4, das ist 4. Und dann kommt hier für das x2 tatsächlich raus 4 Drittel, also nicht 1,5, sondern 1,333 ungefähr. Und das x1 ist dann entsprechend, wenn wir es in die Nebenbedingung 2 hier einsetzen, die 4 Drittel, dann steht da 4 minus 2 mal 4 Drittel, das sind 8 Drittel. 4 mal 3 sind 12 Drittel, 12 Drittel minus 8 Drittel sind auch 4 Drittel. Ja, das hätte ich auch schneller haben können.
Weil ist klar, dass auf der Winkelhalbierenden immer die x1 und x2-Werte gleich. Ne, da sind wir ja nicht drauf. Habe ich jetzt die richtigen genommen? Rot und Grün. Rot und Grün. Ne, passt schon. Warum kommt denn da Also das? ich habe zumindest auch 2,66 rausbekommen. Ja, ich stutze gerade ein bisschen, weil ich bin ja hier weg von der Winkelhalbierenden. Ist das überhaupt die Winkelhalbierende? Nein, ach genau, das ist überhaupt nicht die Winkelhalbierende. Alles gut. Der Punkt ist bei 4 Drittel, 4 Drittel. Ja, das passt. Und damit haben wir einen Zielfunktionswert nicht von 2,5, sondern von 2,67 ungefähr. Also 8 Drittel. Ja. Das war schon klar, dass der keine Chance hat gegen den hier unten. Der ist viel zu weit rechts. Aber ja, auf jeden Fall war der Hinweis goldrichtig von Herrn Weigel. So schnell kann man da nicht drüber gehen. Ist nicht der gleiche Punkt B, sondern sagen wir mal B-Strich. Also B-Strich hat dann die Koordinaten 4 Drittel, 4 Drittel. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das ist auch so ein typisches Beispiel, ein sogenanntes Mischungsproblem. Mischungsproblem. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben ein folgendes lineares Optimierungsproblem natürlich wieder. Also eine Zielfunktion. Na, wissen Sie was? Ich mache es mal anders. Ich mache erstmal so ein bisschen vielleicht ein Setup, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Es geht um drei Gase, die gemischt werden sollen. Und die haben einen gewissen Schwefelgehalt. Der ist bekannt. Mit einem gewissen Schwefelgehalt. Und es gibt einen Heizwert, der ist auch bekannt. Von diesen drei Gasen. Und dann haben wir noch Randbedingungen. Wir wissen, dass insgesamt dieser Schwefelgehalt maximal, schreibe ich mal vielleicht hier drüber, der soll maximal 2 Gramm pro Kubikmeter betragen. Ansonsten haben wir Probleme mit den Abgasen. Und der Heizwert, der soll mindestens 2000 Kilokalorien pro Kubikmeter betragen von diesen Gasen. Und dann gibt es noch Preise, wissen wir auch. Preise. Jeweils 10 Cent, 30 Cent und 20 Cent. Pro Kubikmeter. Okay, das heißt, ich kann jetzt schon mal die Randbedingungen, vielleicht mache ich mal eine Tabelle. Wir haben das Gas 1, Gas 2 und Gas 3. Und wir haben jeweils diesen Schwefelgehalt, den weiß ich jetzt auch pro Gas in Gramm pro Kubikmeter. Da haben wir 2 Gramm pro Kubikmeter im Gas 1. Wir haben 1 Gramm nur beim Gas 2 und 3 beim Gas 3. Und dann haben wir noch den Heizwert, den kennen wir auch von den drei Komponenten. Den messe ich jetzt in 1000 Kilokalorien pro Kubikmeter. Und das sind hier jeweils 1000 Kalorien, hier haben wir 2000 Kalorien und hier haben wir sogar Kilokalorien, hier haben wir 4000 pro Kubikmeter. Okay, also das sind erstmal unsere Randbedingungen für die einzelnen Gase. Wir haben oben, haben Sie die Maximal- bzw. Mindestanzahl.
Ja, und jetzt brauchen wir noch ein Ziel. Unser Ziel ist es, die Kosten zu minimieren von diesem Mischgas. Kostenminimierung. Okay, und jetzt wollen wir, und wir wollen natürlich diese Randbedingungen da einhalten. Also es darf nicht zu schmutzig sein, maximal so viel Schwefel insgesamt in der Mischung. Und es muss aber ordentlich heizen. Also muss den Heizwert mindestens erfüllen. Und es soll möglichst billig sein. Ja, jetzt brauche ich irgendwie variablen Bezeichnungen. Sagen wir mal X1, X2 und X3 sollen die Anteile des jeweiligen Gases in der Mischung sein. Des jeweiligen Gases in der Mischung sein. Und ja, was gilt noch? Also wenn Sie jetzt so ein Gas zusammenmischen, dann, und wir reden jetzt hier über Anteile, also Prozente zum Beispiel, dann haben wir außer diesen beiden Randbedingungen, nämlich dass das eine maximal 2 Gramm pro Kubik mit enthalten darf und das andere mindestens 2000 Kilokalorien, haben wir noch eine dritte Nebenbedingung, nämlich dass Sie genau 100% brauchen insgesamt. Und das ist jetzt auch der Schlüssel dafür, dass wir hier grafisch rechnen können oder uns das Ganze grafisch überlegen können, weil diese dritte Nebenbedingung, die eröffnet uns da einen Freiheitsgrad. So, also jetzt fange ich nochmal an. Jetzt schreiben wir mal diese Zielfunktion auf, die sich daraus ergibt. Eine Zielfunktion habe ich damit, die heißt wieder ZF, wie üblich. Und die hängt jetzt ab von den Anteilen, von diesen Prozentanteilen dieser drei Gase. Und die Preise, wo waren denn die? Die waren hier oben gegeben. Da haben wir jetzt 10 Cent für den Anteil vom ersten Gas plus 30 Cent, also Anteil von einem Kubikmeter dann entsprechend. 30 Cent für den Anteil von X2 und wieder 20 Cent für den Anteil von X3. Und diese Zielfunktion, die soll jetzt natürlich möglichst klein werden. Das ist jetzt ein Minimierungsproblem. So, das ist eine. Und jetzt haben wir unsere Nebenbedingungen oder die Restriktionen. Die versuche ich jetzt auch zu formulieren mit diesen Variablen. Nebenbedingungen. Da haben wir jetzt als erstes, so, nummerieren wir sie durch, N1, Nebenbedingung 1, wäre jetzt diese Schwefelsache. Ja, wie rechne ich jetzt den Gesamtschwefelgehalt aus? Naja, ich multipliziere die jeweils mit diesen Prozentzahlen also mit den Anteilen. Und dann nehmen wir 2 mal x1 plus, dann haben wir 1 mal x2, also 1 Gramm pro Kubikmeter. Plus 3 mal x3 und das soll höchstens 2 sein. Das ist die Schwefelnebenbedingung. Mache ich vielleicht auch hier drunter. So. Das ist die Schwefelsache. Dann haben wir als Nebenbedingung N2. Muss ich oben nochmal spicken. Jetzt kommt der Heizwert. Da haben wir hier 1 mal x1, also 1000 eigentlich, plus 2 mal x2 plus 4 mal x3. Und das ist jetzt eine Untergrenze, die hier gegeben ist. Mindestens 2000 müssen wir schaffen, also größer gleich 2. Das ist der Heizwert.
der Heizwert. Und dann haben wir noch die N3. Das ist jetzt die Gesamtmischung, dass wir da insgesamt auch tatsächlich 100% zusammen mischen. Muss ja so sein. Sie können ja nicht 20% vom ersten Gas nehmen, 20 vom zweiten und 30 vom dritten. Dann hätten Sie bloß 70. Ja, dann ist die Frage, was sind die restlichen 30%? Also, wir brauchen insgesamt X1 plus X2 plus X3 muss 1 sein. Die Mischung muss 100% geben. Was haben wir noch? Ach so, ja. Jetzt, wenn Sie das nur so formulieren, dann könnte es ja sein, dass Sie hier 50% nehmen, dann hier 60% und dann hier minus 10%. Das geht natürlich nicht. Also nehmen wir noch. Ja, nenne ich die jetzt? Ja, ich nenne sie. In dem Fall nenne ich sie tatsächlich mal und sage N4, N5 und N6. Das sind nochmal drei Nebenbedingungen. Die sagen aus, dass jeweils die Anteile nicht negativ werden dürfen. Natürlich. Ja, das geht natürlich nicht. Also X1, X2 und X3 sollen größer gleich 0 sein. Es kann schon mal sein, dass eine Mischung 0 ist, aber negativ dürfen sie natürlich nicht werden. Okay, dann haben wir jetzt drei Variablen und da haben wir schon gesagt, es ist schwierig zu zeichnen. Also, wir können aber diese N3 ausschlachten und nach einer Variablen auflösen, weil dann kriegen Sie nämlich, und dann haben wir nur noch zwei Variablen. Das mache ich jetzt. Die grafische Auswertung. Nee, machen wir durch ja, eine von den drei. Es können Sie sich jetzt aussuchen, welche Sie rausschmeißen von den drei Variablen. Ich schmeiße mal die erste raus. Also machen wir x1. Wenn ich da die dritte Nebenbedingung nach x1 auflöse, dann ist es 1 minus x2 minus x3. Na, das ist N3. Und das setzen wir jetzt in die anderen ein. Einsetzen. In N1 und N2. Übrigens auch in N4, N5 und N6 müssen Sie es natürlich auch einsetzen. N4, N5 und N6. Die müssen ja auch berücksichtigt werden. Hört sich jetzt albern an, aber ist in dem Fall wichtig, na, weil eine von den dreien, nämlich die hier, die kann ich dann tatsächlich grafisch einzeichnen. Weil die hängt dann von x2 und x3 unseren beiden Koordinaten ab. Okay, damit ist unsere Zielfunktion. Da oben steht sie. Da ersetze ich jetzt das x1 hier durch diesen Ausdruck. Dann haben wir 0,1 mal 1 minus x2 minus x3. Jetzt habe ich hier das x1 ersetzt. Plus 0,3 mal x2 plus 0,2 mal x3. Das soll immer noch möglichst klein werden natürlich. Und vielleicht können wir das noch ein bisschen zusammenfassen. Zielfunktion ist dann, wenn ich die zusammenfasse, dann habe ich hier insgesamt, was bleibt denn übrig? Hier haben wir 0,1 als Konstante. 0,1. Dann habe ich minus 0,1 mal x2 plus 0,3 mal x2, also insgesamt plus 0,2 mal x2. Und hier haben wir minus 0,1 mal x3 plus 0,2 bleibt übrig plus 0,1 mal x3. Also das soll
möglichst klein werden. Jetzt nur noch mit den zwei Variablen. Und das gleiche Spielchen mache ich jetzt mit den Nebenbedingungen. Nebenbedingungen. Und zwar N1. Was passiert da? Da ersetze ich auch wieder den Zweier, das X1 durch 2 mal 1 minus X2 minus X3. Die anderen zwei kann ich natürlich abschreiben. Plus X2 plus 3X3. Und das soll kleiner gleich 2 sein. Okay, jetzt hier auch zusammenfassen. Dann haben wir hier 2 mal 1. Das kürzt sich hier mit dem Zweier, also bleibt auf der rechten Seite 0 nur noch stehen. Und auf der linken Seite mit den Variablen, da habe ich einmal minus 2x2 und einmal plus 2x2. Also haben wir minus x2 und dann haben wir hier minus 2x3 plus 3x3. Das ist insgesamt noch ein x3 bleibt übrig. Das können wir vorne dran schreiben. Dann ist das x3 minus x2 kleiner gleich 0. Das ist die erste Nebenbedingung, unsere Schwefelsache. Die ist jetzt in diesem zweidimensionalen Bezugssystem, sieht das so aus. So, dann haben wir die N2. Ja, schaffe ich das hier? Ja, da habe ich einmal, und jetzt setzen wir wieder x1 ein, 1 minus x2 minus x3 plus, dann kommt 2 mal x2, 2 mal x2. Hinten raus 4 mal x3. Das soll größer gleich 2 sein und auch da können wir natürlich vereinfachen. Hier fällt die Konstante auf der rechten Seite nicht weg. Hier habe ich 1 mal 1, hier habe ich 2, also bleibt auf der rechten Seite übrig 1. So, links haben wir 2x2 minus x2, das ist x2 und wir haben 4x3 minus x3, das ist minus 3x3. Wenn ich jetzt plus 4 minus 1 ist plus 3. Gut, das ist die zweite Nebenbedingung. Auch da ein bisschen näher ran. So, und dann noch die dritte. Ne, die dritte habe ich schon durch das Einsetzen. Aber jetzt müssen wir bei den N4, N5, N6 nochmal nachdenken. X2 und X3, dass die größer gleich 0 sind, das kann ich ja nach wie vor berücksichtigen, wenn ich jetzt dann gleich in dem Koordinatensystem mit den beiden Koordinatenachsen das einzeichne. Aber wir müssen darauf achten, dass das X1 auch größer gleich 0 ist, weil das fehlt ja jetzt in dem Koordinatensystem neu. Das heißt, die vierte Nebenbedingung ist es dann. Gut, dass wir sie durchnummeriert haben. Die hieß X1 größer gleich 0. Ja, das heißt jetzt natürlich bei uns, wenn ich jetzt wieder einsetze, 1 minus x2 minus x3 soll größer gleich 0 sein, beziehungsweise, auch da kann man vielleicht ein bisschen die Konstante rüberschieben oder die 2 rüberschieben, dann haben wir x2 plus x3 kleiner gleich 1. Okay. Bedeutet, wir müssen... Am besten nehme ich wieder drei Farben. Also nehmen wir N1, das ist der hier. Dann habe ich N2, das ist der hier. Und wir haben N4, das ist der da. Die muss ich jetzt in ein Koordinatensystem einzeichnen. Wenn wir das in ein Koordinatensystem einzeichnen, überlege ich mir erstmal, wie groß sollen das sein, das Koordinatensystem mit unserer üblichen Technik. Also das erste ist eine Ursprungsgerade. Na, da haben Sie hier rechts wieder 0 stehen. Und wenn Sie da jetzt das x2 rüberbringen, dann steht da x3 ist gleich x2, also ja, Ursprungsgerade. Das heißt, wir können schon mal, wir wissen, das Ganze spielt sich natürlich hier in der x2, x3 Ebene ab. Hier habe ich x2 gleich 1, x3 gleich 1/3. Okay. Und hier sind beide 1, also eigentlich klar, von irgendwas zwischen 0 und 100% ist das. Und hier ist 1,0, das sind 100%. Wenn Sie den Punkt hier nehmen würden, dann wären die anderen Gasanteile jeweils 0 sozusagen. Hier hätten wir jetzt 100% Gas X3. So, jetzt meine Nebenbedingungen. Einmal haben wir
X3, also das ist unsere winkelhalbierende. Das wäre jetzt hier so eine, oh, die kann man direkt einzeichnen. Die geht hier direkt an den Punkten entlang. Und die haben wir orange hier gemacht. So, jetzt ist wieder die Frage, jetzt schraffiere ich es auf der Seite oder schraffiere ich es auf der Seite? Hier haben wir wieder das Problem, dass ich natürlich jetzt nicht den Nullpunkt einsetzen kann, weil der ist auf der Linie, gerade auf der Grenze. Aber ich kann zum Beispiel den Punkt hier einsetzen. Der hat die Koordinaten 1 und 0. Ne? Also setzen wir für x2 setze ich 1 ein und für x3 setze ich 0 ein. Und dann steht hier minus 1 ist kleiner gleich 0. Stimmt das? Ja, natürlich. x1 ist kleiner gleich 0. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Schraffur ansetze, beziehungsweise meine Nebenbedingung, dann habe ich die grüne Nebenbedingung. Die hat für x2 geht das Ganze bis 1. x2 geht bis 1, also bis hierhin. Und x3 geht bis ein Drittel. In dem Fall liegt der oberhalb, ne, weil hier größer gleich 1 steht. Oder Sie überlegen sich, 0 plus 0 ist größer gleich 1. Nein, also ist der Nullpunkt nicht dabei. Ich muss alles, was oberhalb ist, schraffieren. Und jetzt haben wir noch die dritte, also vierte eigentlich. Die ist lila. Die geht hier von 0, 1 durch und hier bei 1, 0 durch. Hier durch die zwei Punkte. Ja, welcher Bereich ist denn das hier? Kleiner gleich. Also alles, was unterhalb ist von dem Ding. Die Achsen habe ich jetzt nicht mit angemalt, die gehören aber auch dazu. Welcher Bereich ist jetzt mit drei Farben belegt? Also wo ist die Schnittmenge jetzt aus den dreien? Und das ist dieses Dreieck hier. Okay, das ist unser Zulässigkeitsbereich, also unser Z. Und damit kommen für unsere optimale Lösung Dreiecken in Frage. Diese drei Punkte nennen wir sie mal A, B und C. Kommen potenziell in Frage als optimale Lösungen. Das sind die Punkte A, B und C. Und ausrechnen müssen wir auf jeden Fall A und B. C ist klar, das ist 1, 0. So, wie kriege ich den Punkt A zum Beispiel raus? Das ist der Schnittpunkt zwischen N1 und N2. N1 und N2. Wenn Sie sich da die farblich markierten Nebenbedingungen nochmal anschauen, dann könnte ich zum Beispiel die beiden addieren, weil dann fällt nämlich das x2 raus. Einmal minus x2, einmal plus x2. N1 plus N2. Und dann ist das 4x3. Und auf der rechten Seite bleibt 1 stehen, also ein Viertel, also 0,25. Und das können Sie jetzt nochmal in die N1 einsetzen. Die müssen ja gleich sein, laut N1, wenn sie auf der Linie liegen. Also nochmal, das bedeutet, wir würden jetzt hier eine Mischung an dem Punkt A, haben Sie jetzt ein Gas, ein Mischgas, das hat 25% X2, also vom zweiten Gas, 25% vom dritten Gas und das dritte ist damit festgelegt, das hat dann die restlichen 50%. Gut. Das heißt, unser, das schreiben wir noch dazu, x1 ist dann entsprechend a1 minus x2 minus x3. Das wären dann 50%. Und damit ist unsere Zielfunktion, kriege ich da, die da hin? Ne, schreiben wir hier unten hin. ZF von diesem Punkt A wäre dann, jetzt muss ich nochmal spicken, meine Kosten waren 10 Cent für das erste Gas, also mal 0,5, plus 30 Cent hat das zweite Gas gekostet, da haben wir 0,25, also 25%, plus und das dritte Gas hat 20 Cent gekostet, da haben wir auch ein Viertel. 25. Das sind unsere drei Werte, die ich hier eingesetzt habe in die Zielfunktion. Okay, das kann man jetzt natürlich ausrechnen. Was ist denn das? Das ist 0,05. Das ist 0,075. Also haben wir die beiden zusammen, sind dann 0,125. Und das ist 0, wieder 0,05. Dann haben wir insgesamt 0,175. Also 17,5 Cent pro Kubikmeter kostet diese Gasmischung. Euro
pro Kubikmeter. Gut, dann haben wir die Mischung B. Wie kriege ich denn die? Da muss ich, schauen wir mal da oben. Das ist der Schnitt zwischen Lila und Orange. Lila und Orange, wie kriegen wir die zusammen? Ja, auch addieren. Lila und Orange, das ist der Punkt B. Dann nehme ich die erste Nebenbedingung plus die vierte Nebenbedingung. Und das ist dann, fällt auch das x2 raus. Dann haben wir 2 mal x3 ist gleich 1. 2 mal x3 gleich 1. Also x3 gleich 0,5, 50%. Und beide müssen gleich sein hier. Also dann haben wir da auch 50% für das x2. Damit ist nichts übrig für x1. 1 ist also 0. Und wenn wir das einsetzen in die Zielfunktion von b, dann gleiches Spielchen, 0,1 mal 0 plus 0,3 mal 0,5 plus 0,2. Auch mal 0,5. Und das sieht schon jetzt von vornherein, dadurch, dass wir jetzt vollkommen auf das billige Gas verzichten, das wird sicher teurer. Ja, was haben wir denn hier? 3 mal 0,5, das sind schon mal 15 Cent pro Kubikmeter. Und dann haben wir hier nochmal 10 Cent obendrauf, also insgesamt 25 Cent pro Kubikmeter. Fünf, 0,5, 0. Ja, vielleicht noch eine bessere Farbe. Dann nehmen wir die da. 0,5, 0,5, 0. Also 0, 0,5, 0,5. Und jetzt haben wir im Angebot einmal 17,5 Cent, einmal 25 Cent. Und ach so, die letzte fehlt auch noch. Zielfunktion am Punkt C. Da ist die Mischung sehr einseitig. Da haben wir nur x2, kein x3 und kein x1 damit natürlich auch. Also 0,1 mal 0 plus 0,3 mal 1. Und dann sehen Sie schon, das ist das teuerste Gas, das Sie mischen können. Sie haben nur dieses Gas, das 30 Cent kostet. Und nichts von den anderen beiden. 0,2 mal 0. Und das sind natürlich 30 Cent dann. Kubikmeter. Und damit gewinnen wir keinen Blumentopf. Das günstigste ist klar der hier. Das ist der Gewinner. Das ist die optimale Mischung. Unter Einhaltung dieser Randbedingungen. Optimale Mischung. Jetzt können wir uns nochmal anschauen, welche Ecke war denn das? Das war die hier. Wir sind jetzt genau am Rand von N2 und N1. N2 war der minimale Heizwert und N1 war dieser Schwefelgehalt. Also wir sind da wirklich auf Kante, was den Schwefelgehalt angeht. Wir haben den sozusagen das schmutzigste Gas, das gerade noch so funktioniert, wenn das das Problem ist mit den Emissionen. Und auf der anderen Seite haben wir das Gas, das gerade noch den Heizwert von 2000, also das Gas mit dem schlechtestmöglichen Heizwert haben wir hier. Und das ist natürlich das Billigste. War nicht besonders überraschend. Okay. Ja, so läuft das jetzt in diesem konkreten Beispiel. Das ist jetzt hier eine sehr individuelle Lösung natürlich. Die funktioniert nur deswegen, weil das eben jetzt hier so ein spezielles Problem war mit diesen Mischungsgeschichte, sodass wir da eine von den drei Variablen rausschmeißen konnten, beziehungsweise substituieren konnten und es dann zweidimensional zeichnen konnten. Ansonsten, wenn Sie drei Variablen oder mehr Variablen haben, dann geht das natürlich nicht.